Ich hoffe, ich krieg nicht hier Content-ID-Treffer oder sonst irgendwas. Ich hab hier wieder, ja, ne? Wo bist du? Weil das nehme ich jetzt gleich an. Warte, ich komm. Also warte. Dann müssen wir uns wieder beeilen. Du kennst das Spielchen. Run, run, run. Wir müssen die Sachen vor den Soldados bekommen. Okay, bereit und go. Schublieferung ist Teil von schlechtem Wind verhindert. Neuen Ort beim Bahnhofsdepot bestätigen. Roger, wir senden einen Trupp aus. Ich schaff's auf jeden Fall eher zur Lieferung als das Militär. Das auf jeden Fall. Woohoo! Fliegen! Nur fliegen ist schöner. Aber das langt niemals bis hin. Doch. Nee. Aber du kannst ja schnell rennen. Also ich bin noch 200 Meter entfernt. Du kannst losflitzen. Ich bin noch 100 Meter entfernt. Ich bin noch... Da ist die Belohnung. Ich bin da. Ich bin auch da. Und ich flieg noch immer. Wuhu! Hallo, bin gelandet. Hey, was soll das? Ey, lass deine Giftspritze weg, du Hässling. Oh, 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 au, 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 au. Ah, Explosion. Ja, es brennt hier alles. Ah, toll. Ja. Hast du schön gemacht. Ah, wunderschön. Nur, sie sollen nicht unsere Vorräte explodieren. Es gibt nur eine Sache, die alles regelt. Ich hab da gerade Stolz. Ich dachte, Gas! Das ist schon ein anderes Thema. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hauptmission. Hier haben wir noch... Wir könnten noch hier eine Flugabwehr wegmachen. Können wir ein bisschen rumfliegen, glaube ich. Mittlerweile. Eine Flugabwehr? Oder... Nochmal eine Vorratskiste? Oder es gibt hier nichts mehr, tatsächlich. Es gibt hier nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Flugabwehr noch weg. Und dann fahren wir ganz gemütlich mit dem Auto oder mit der Schnellreise. Schauen wir mal. Zur nächsten Mission. Ja, warte, Chorizo muss mich noch mal heilen. Muss dich ablecken. Gib dir Scheiße, ich brauch was Höheres. Chorizo, leck mich ab. Vorsicht, Auto. Boom, boom. Vorsicht, Auto. Mein Gott, echt. Dieser Hund passt halt auch nicht auf. Ist einfach 600 Meter noch entfernt, Alter. Das gibt's doch nicht. Er ist 600 entfernt. Chorizo oder Boomer? Ich finde Boomer besser. Da ist er hier, Boom Boom. Der heißt nicht Boomer hier. Jawohl, noch fünfmal. Ey, wo bist du, sag mal? Ich komm. Ja, außer du wirst jetzt zu mir teleportiert. Nee, ich bin so schnell, dass es gar nicht geht. Sonic, der zweite Film kommt raus, hast du gesehen? Ja, Mann. Ich habe jetzt noch nicht den Trailer gesehen, aber ich habe Bilder gesehen. Mega geil, Alter. Der Trailer ist schon nice, aber verrät viel zu viel. Das solltest du eigentlich nicht angucken. Okay. Geht halt wieder um die Chaos Emeralds und ja. Knuckles kommt und Eggman ist hier. Eggman ist wieder da. Ich liebe diesen Hund. Los. Bum, bum, bum. Los jetzt. Beiß zu, bum, bum. Behalte dich im Auto. Ich befreie die mal. Hab ich die schon wieder eingeholt, oder was? Ja, ich hab hier auch gerade jemand getötet. Die armen Tiere wieder, echt. Jäger! Du Jäger! Ja. Wir brauchen Material. Material?
hier auf der Straße. Das kriegt man durch Tierchen. Ich laufe auf der Straße. Wann kriegen wir den Hahn? Das frage ich mich. Ich will den Hahn haben. Der ist bestimmt auch lustig. Hier ist niemand da. Der Kampfhahn. Ja, dann macht das Ding kaputt und gut ist. Erstmal looten dann. Looten. Material. Nimm das Ding, gell? Ja, ja. Abgereicherter Shura. Hoppla! Das hab ich mit dem Supremo gemacht. Ja. Ich mach das immer mit dem Supremo. Wofür habe ich sonst das Ding? Abgereichertes Uran. Ich muss mal irgendwann mal wieder zum großen Bachelor und mal ein paar Dinger bauen. Gehen. Sollen wir gehen? Jetzt? Ja, komm, mach schnell was. Okay, geh mal zu Juan. Zu Juan? Ich weiß gar nicht, ob ich was basteln kann. Aber ich muss sogar mit dem reden. Iranische Geschichte, let's go. Ich hab da sogar eine Mission. Chorizo. Danny, tob dich an der Werkbank aus. Okay. Ich will's auch keinem verraten. Alles klar. So. Oh, ja, ich kann nicht. Impro-Waffe. Standard 50. Verschießt ein einzelnes Explosionsprojektil. Alter, was ist das denn? La Sporenza. Du hast alle, gell? Du hast gesagt, du hast alle Impro-Waffen. Nur eine fehlt mir noch. Also Impro-Waffen. Ja. Die Rucksäcke habe ich noch nicht alle. Ja, aber die sind auch irgendwie nicht so geil. Der medizinische ist gut, wenn du halt heilen willst und so. Im Koop spielst, ja. Ja. Was ist das? El Piendo. Standardwaffe verschießt Standardgeschosse. Geschosse haben keinen Brandeffekt. Hä? Was ist das denn für eine Waffe, wenn die keinen Brandeffekt hat? Das ist ja das, was du hast. Druck baut sich mit normaler Geschwindigkeit. Giftgas. Ah, da kann ich das Giftgas versprühen. Projektile. Ah, stimmt. Ich habe einen fetten Sniper gekriegt. Ich baue mal den Supremo de la Sporanza. Wo ist der? Hä? Wo kann ich jetzt? Ach so, hier. La Sporanza. Wie heißt die Waffe? Ne, das ist ja Supremo. Wie heißt denn die Waffe? Ah, hier. Tauschen. Alter, was ist das? Ein Riesenmonsterteil. Die Fall. Oh, Death Trooper geht. Jo, gute Nacht. Death Nacht, Trooper. Death Trooper. Kranker Shit. Schaden ist die MS-16L einfach besser. Krank. Aber in allem anderen nicht. Winchester. Supremo. Okay. Ja, keine Ahnung. Die ist lang nicht so gut wie meine. Was? Was will er denn die ganze Zeit? Warte mal, was steht da? Hol dir alle Waffen von Juan. John. Geh in Juans Büro oder zu seinem von Juan der Waffenhändler. Ich habe genug ausreichend Uran für Neues. Ja gut, dann keine Ahnung, baue ich halt alle Impro-Waffen. Zack, 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 zack. Okay, alle kann ich nicht bauen, aber jetzt habe ich wenigstens mal die ganzen Urans abgeschlossen. Alles Uran ausgegeben, was ich gefunden habe. Ja.
Ja, nice. Ich hab den Disco Locos Werfer. Aber den kann ich nicht spielen. Ja, der singt Macarena. Naja, das ist voll schade. Den würde ich gerne mal testen. Aber hey, ich muss den neuen Supremo mal probieren. Aber jetzt machen wir erstmal. Ja, nee. Fahren wir einfach mit dem Boot rüber, oder? Weil da sind noch so dunkle. Nimm wo ich noch nicht war. Was? Welches Boot? Was? Um das hier. Wird's fliegen. Warum nicht Boot? Das ist kein Boot. Das ist Fliegen. Ja, ja, ich egal. Weiß. Let's go rein. Hello, Supido. Warte mal, ich muss gucken auf die Karte. Falsch. Ich will quasi hier hin. Weil hier ist noch alles schwarz, da habe ich noch gar nichts erkundet. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Da drüben ist auf jeden Fall was. Huch! Hab ich geschossen? Das warst doch du. Nein. Echt? Ich hab geschossen. Ja, drück Shift, dann weiß es. Ah, Gott, schneller fliegen. Jetzt verstehe ich das. Warte mal, hier. Was ist das hier? Ist das eine Base? Ist eine Stadt oder was ist das? Landen wir mal. Hier gibt's eine Waffe. Ja. Scheint eine Base zu sein. Aber keine richtige Base. Einfach nur so eine Außen. Hier muss ich vorsichtig sein. Komisch das aussieht, ne? Wenn ich die Leiche so wegziehe. Ich glaube, die ist auch im Turm. Schlauer Hund. Ja, die ist definitiv im Turm. Oh, Material. Na, nimm ruhig mit. Lass oben nichts liegen. Lass mal hochkommen. Ah. Oh mein Gott! Was ist das? Okay. Das war dumm. Hoppa. Kletterparty! Hopp. Venga! Puta madre! Oh. Was stimmt mit dir, die Puta madre? Venga! So. Yes. Bin oben. Hab eine Uzi gekriegt zu einer. Ja, ich auch. Schnappschuss. Ja. Schnappschuss. Nice. Komm wieder runter. Uhuhu. Hey, das ist drin. Aua, voll gegen's Pferd geknallt. Tatsächlich. Hä, ist da nur ein Wachmann gewesen, oder was? Sonst niemand. Da war keiner, Alter, oder? Da war ein einzigen, den habe ich erstochen. Du bist mein Liebling. Ich gerade diesen Sparmodus. Ah, da ist noch einer. Ah, er ist tot. Der Wachmann schrubbt das. Schrubbt den Steg. Achso. Red ich oben. Das ist ein anderen. Einen anderen hast du gefunden.
Okay, ja, wir sind fertig. Hey, Chucky. Ja, ja. Komm mal her. Habe ich dir schon mal gezeigt, wie man Spuren verwischt? Nee. Ha? Wie man effektivst am besten Spuren verwischt. So. Oh. Leiche weg. Ach, scheiße, ein Stück Gehirn hängt mir am Hut. Oh, wisch dir schnell weg. Gib das Chorizo zu essen. Das ist echt pervers. Natürlich ist der wieder da. Ha! 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 Was? Hässling. Soll das? Hä, was ist das für ein Zeichen? Achso, das ist unser Fahrzeug. Hä? Da ist ein Boot. Lass mal die Straße entlang laufen. Finden wir noch irgendwas. Aber vielleicht machst du auch wieder alle tot. Hey, Hündchen. Hey, hallo. Hier gibt's Helikopter. Hier kann man Helikopter holen. Auch nicht schlecht. Helikopterlandeplatz haben wir auch mal freigeschalten. Ist da oben was? Ja, ich glaube nicht. Quad. Pferde. Hä? Ich bin zurückgelaufen statt vor. Dumm. Wo ist das Quad? Ich nehme den Quad. Komm her jetzt! Was ist los? Nix, alles gut. Ich komm. Aufsteigen. Hey, Entschuldigung. Hat sich ein bisschen erschrocken. Mal wieder zurück in die Stadt. Warte kurz. Muss kurz gucken. Okay, da geht's lang. Gibt's hier wieder was? Ja, was ist das? Krokodilreservat Anton Castillo. Ah, da war ich. Hä, da war ich doch schon. Glaube nicht, oder? Ein Krokodilreservat. Eigentlich schon. Ich glaube, da kommst du aber später hin, oder? Da habe ich doch den Krokodilkopf geholt. Was war das? Ja, den Krokodilkopf. Ja, den Krokodilkopf. Kriegst du von Fili. Nein, den musst du klauen, auch in dem Krokodil-Ding. Stimmt. Oder in dem Zoo. Das war ja in dem Zoo. Ja, aber nicht im Krokodilreservat. Na ja. Komm mal bestimmt noch hin. Wir sind ja noch nicht fertig hier. Nein. Endlich mal rumfahren, ohne dass man angemuckt wird. Dauert nicht mehr lang. Freie Straßen. Mhm. Sagst du, dauert nicht mehr lang. Oh, was machen die? Sind da einfach auf der Straße. Die haben eine Panne. Ich liebe diesen Hund. Ich liebe diesen Hund. Ich nicht. Was war das? Ich hab's gesehen. Ich hab nichts gemacht. Du hast irgendwas geworfen. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich hab nicht zu viel aus der Rohrbombe geschmissen. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich kann auch mal ein Rennen fahren. Fahr
fahren wir eigentlich hin zum Teufel? In die Base? In die Base! Und guck mal, was da wieder ist. Krokokopf. Und du hast ihn mitgenommen. Und du hast noch einen mitgenommen. Warum? So halt. Weil ich's kann. Okay. Hallo. Hallo. Oh, dann kann ich gucken, ob meine Bandidos fertig sind. Na, ich gucke auch mal. Zu spät. Sie hat uns schon erwischt. Nur eine perfekte Show, Paolo. Wichtig ist das Demo. Javier's Cousin bei Free Speech besorgt uns einen US-Vertrag. Ein amerikanischer Plattenvertrag. Wenn das nicht unsere perfekte Rettung ist. Was ist denn los? Wir haben den ersten Auftritt, seit wir aus Esperanza wechseln. Und Paolo stellt sich quer. Wieso? Marquesa wird uns umbringen. Aber ich habe das Logo überall hingemalt. Nein, das habe ich getan. Und ein scheiß Zebra geklaut und für diesen Priester gemordet. Ganz klar, ihr tretet auf. Priester? Einen Song. Dann sind wir raus. Oh, mi amor, ich würde so gern ficken, aber wir haben noch was vor. Pack also. Dein scheiß Baby! Dani, ich find's super, dass du so frei die Wahrheit sagst. Was ist, Beecho? Wir müssen Marquesas Propagandaquartier von Soldaten säubern, wenn wir da aufbauen wollen. Und mit wir meine ich dich. Beziehungsweise auch ein bisschen mich. Uns beide. Verstehe. Verbreiten wir die Wahrheit. Okay, alles klar. So, jetzt kann ich gucken. Okay. Ay, Dios, gar nicht gut. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ich habe immer diese Geräusche. Ah, ich würde gerne schnackseln, aber wir können nicht. Hier sind die Bandidos. Oh, ein besonderer Fahrer. Hallo, Bandidos. Aber das dauert ja ewig. Befehl geben. Ach nee, ja, doch nicht. Okay. Nee, bei mir ist noch nicht. Bei mir ist fertig. Bei mir sind sie noch fast 2 Stunden unterwegs. Was willst du machen? Geld? Oder? Also komm. Nehmen wir das Geld. Niederlage bis zu 4. Okay. Sabotieren, überfallen oder abwarten? Abwarten? Naja, machen wir sabotieren. Ja, Schritt. Okay, fehlgeschlagen. 3 Stück. Habe ich verloren. Jetzt bestechen. Ja, dann machen wir bestechen, oder? Kostet mich halt ein bisschen. Scheiß drauf. Das Geld sowieso kaum aus. Let's go! Geschafft! Voll wenig gekriegt. Lol, Belohnung habe ich schon in meinem Besitz. Das hat sich gar nicht gelohnt. Okay, Gefängnisausbruch. Reinschleichen, natürlich. Oh nein, sie ist tot. Schritt fehlgeschlagen. Kacke. Den Konvoi verfolgen. Eine Wache bestechen. Ah, fehlgeschlagen. Alarm gegeben. Ach du Kacke, Alter. Das ist richtig die Kacke am Dampfen. Yo! Step Bro! Danke für dein Follow. Willkommen im danke für dein Resub wieder, Step Pro. That's it. Und willkommen im 4. Scheiße, ich habe nur noch einen Erfolg, Alter. Ungebremstes Auto. Ja, das hat geklappt. Okay, sie ist nochmal rausgekommen. Boah, das war nicht so gut. 2-mal falsch. Ja, das kann vorkommen. Okay. Machen wir ausruhen. Jawohl. Und natürlich gefangen nehmen. Das ist 100% der Erfolg. 100%iger Erfolg. Und jetzt 90% kämpfen. Auch. Nice, Alter. Hat sie gepackt, Alter. Nice. Ich habe zwar ein paar Bandidos verloren, aber erfolgreich. Mal ganz kurz AFK, Zocki. Ja. Also, was ist das?
Jetzt auch schon wieder so viele. Ich weiß halt nicht, was meine Commands eigentlich hier so drauf haben. Die ist verwundet, kann kein Bandidos-Einsatz mehr machen. Ah, die hat hier so ein Sprechzeichen. Warte mal, hier braucht man auch so ein Sprechzeichen. Und, ah, okay. Senden. Und hier braucht man Tückischzeichen, aber da hat so ein Bauarbeiterzeichen hier. Halt. Was braucht man hier? Nichts. Hier braucht man wieder Bauarbeiter, hier auch Experte. Ein bisschen Geld klauen, warum nicht? Let's go. Okay. Das dauert jetzt natürlich. Was ist jetzt mit dem Commander? Er muss 3 Stunden warten, bis der wieder flott ist. Auch blöd. Du solltest deine Ausrüstung auffrischen. Ja, Mann, danke, danke. Was hast du denn so im Schwarzmarkt? Lass mal sehen. Mama? Ich dachte, hier im Schwarzmarkt auch was Geiles. Eine ARC. Geiler Shit, Alter. ARC, ist die geil oder ist die geil? Läuft gut, läuft gut. Wir kommen voran. Du bist weniger lang geblendet, lol. Irgendwie sieht dieser Helm so future-mäßig aus. Naja, egal. Du bewegst dich leiser. Irgendwie finde ich diese Waffe gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kaufe ich die. Mit was für Monedas soll ich sonst kaufen? Scheiß drauf, gekauft. Yeah, yeah, yeah. Nice. Mir gefällt dein Stil, Guerrero. Danke, Mann. Danke. Spezial Libertad. Was denn? Da hinten ist sie. Okay. Mir diese Waffe jetzt mal angucken. Hier ist das, ne? Ist natürlich schlechter, aber ja klar. Aber man kann noch Zeug reinballern. Kann man nicht. Kann man nicht. Ach, da ist sie. Nein, das ist. Ist die jetzt schlechter oder besser? Im Schaden ist sie sogar ein bisschen besser. Kranker Shit. Geschwindigkeit. Alter. Einfach mal nur so, just for fun. Ich bin wieder da. Ja. Einfach mal so just for fun alles ranschrauben, obwohl ich das schon habe. Was ist das? Es gibt noch ein zweites? Kranker Shit. Bin gleich soweit. Was machst du? Ich schraub mal nochmal kurz gerade hier so eine Waffe zusammen, wo ich beim Schwarzmarkt gekauft habe. Aber die ist... Die Schwarzmarktwaffen sind die besten Waffen. Finde ich nicht. Die ist jetzt nicht so geil. Aber ich habe sie halt einfach mal zusammengeschraubt. Scheiß drauf. Die lassen, die meinten, die haben alle höheren Schaden als der Standard und sind Ding und haben mehr Slots und sind einzigartig und lassen sich sogar Schalldämpfer ranmachen. Ja, ich weiß. Aber die, wo ich jetzt gerade gekauft habe, ist nicht so geil. Meine Sniper ist jetzt, ich habe keine, ich habe meine Sniper vom Schwarzmarkt gekauft und keine macht mehr Schaden und ist geiler als die, wo ich habe. Okay. Jetzt lass mal den Ding räumen hier. Kommst du? Wir müssen... Okay. Wir müssen jetzt hier die Innenstadt räumen, damit wir die Party veranstalten können. Aber davor, bevor wir die Party... bevor wir die Innenstadt, machen wir hier nochmal so einen Vorratskistenlauf. Der ist nämlich gerade auf dem Weg. Bist du da? Okay. Yeehaw! Offroad, Baby!
Offroad, baby. So aussieht, müssen wir da hoch, ha? Huh? Halt dich fest! Oh. Oh. Scheiße. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Okay. Oh, fuck. Alter, es wackelt hier rum, Alter. Okay. Besser. Viel besser. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das aussieht. Wie kommen wir denn ganz da hoch? Ach du Scheiße. Schon eine Idee, wie wir da hochkommen? Obwohl, warte mal. Yeah! Nice. Oh! Scheiße. Ich glaube, das Fahrzeug ist kaputt. Was hast du für mich entdeckt? Scheiß drauf, laufen wir hoch. Das Ding will ich mal ausprobieren. Bin da. Ja. Oh, hier gibt's eine Urne. Oh ja, nice. Die hole ich mir gleich mal. Los. Ja. Bete ruhig weiter. Eine Urne. Danke. Okay. Lauf, lauf! Okay, ich bin gespannt, wo das ist. Let's go! Diese Hose ist umsonst auf dem Weg. Das sollte eure Laune verbessern. SSC, danke, Zentrale. Wir sind auf dem Nein! Weg. Nein! Oh, Gott! Schon, Manni. Du schaffst es vor ihnen zum Übergabepunkt. Huh, das ist echt weit. Das ist echt weit. Was? Ich war doch noch nicht mal auf dem Boden, Alter. Ich bin tot. Renn! Renn! Oh, hey, toll. Komm her. Wo rennst denn du hin? Wo rennst du hin? Snoop? Ich hol ein Auto. Ach so. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich renn. Na, was haben wir denn da? 3 Minuten. Wo ist die Dreckskarre jetzt? Meter, 3 Minuten noch. Natürlich stehe ich hier auf der Straße und es gibt kein einziges Auto. Na ja, klar. Boah, du willst mich verarschen, Alter. Aktivier doch dein Scheiß. Wings. Steig aus! Steig aus! Steig doch aus! Alter, wie er nicht aussteigt. Er steigt jedes Mal in Zeitlupe aus. Geh doch weg! Genau. Ey, wer hat Bum Bum umgefahren? War ich das selber? Na ja, gut, das kann sein. Oh Gott! Aua. Aus dem Weg, Mann! Geringverdiener! Scheiße! Aus dem Weg! Scheiß Tierwelt, Alter! Immer diese dummen Pferde, echt. Noch kann ich die Soldaten schlagen.
Jetzt! Radier sie aus! Ich bin gar nicht drin. Ach, du bist gar nicht drin? Ich. Warum nicht? Okay, dann muss ich wechseln. Aua! Okay. Da ist noch jemand. Ja, mach du. Na, scheiße. Die hat Verstärkung gerufen. Zu spät. Du hast dich selbst getroffen. Wir haben es auch wieder eine Urne. Ja. Hab sie. Kriegst du die jetzt eigentlich auch? Ja, ne? Ja. Nice. Nice. Haben wir doch gut geschafft. Mach immer diese Hetzjagd, Alter. Ich mag's eigentlich gar nicht. Hä, was ist das? Ach, da ist die Lola. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir Hauptmission. Let's go, rein ins Auto. Und zurück. Alter, warum sind die immer auf der Straße, Alter? Mit einem Pferd auf der Straße. Einfach lebensmüde, die Leute. Halt! Libertad-Kiste. Wo ist sie? Die ist da oben, oder? Ja. Ja. Ich hol sie. Dieses Unkraut hier. Alles klar. Sehr gut. Weiter geht's. Einsteigen. Ja, fein. Achso, ich dachte, du wärst schon drin. Come on. Das wollte ich nicht. Da. Genau. Das geht nicht kaputt. Okay. So, komisch. Sind da Gefangene drin? Sind da Gefangene drin oder nicht? Ja, check mal. Normalerweise ja. Ja, Mann, nice. Weitere Bandidos. Let's go. Let's go, let's go. Weiter geht's. Gleich da. Hier waren wir überall. Ich liebe diese Karre, die ist echt geil. Schon wieder zwei Bandidos. Oh? Nice. Okay, wir sind fast da. Hier ist noch ein Schild. Sehr gut. Halt, 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 halt. Wir wollen doch jetzt nicht so aufräumen, oder? Ja, ich will nur das Schild zerstören. Ach so.
Ja, dann mach. Hat aber gleich hier einer bemerkt, der kommt. Ich sag so, wow. Was war das? Ich hoffe, Clara weiß das zu schätzen. Bicho, ich bin bei Marias Villa. Bist du da? Ja, ja, bald. Aber sind da Soldados? Natürlich, das ist Marquesas Haus, verdammt. Ach du Scheiße, die hat, okay, okay. Die hat diese Menschenstaffel. Warte, später. Ja. Entspann dich. Bis du da bist, wird kein Soldat mehr hier sein. Die hat diese Menschenstatue von diesem verrückten Ding. Künstler, meinst du, gell? Ja. Krank, Alter. So, ein krankes Miststück. Nein! Oh. Okay, alles klar. Sorry! Oh, Mann, Alter! Warum muss C und V immer nebeneinander liegen? Hat jemand was bemerkt? Ja, da oben ist ein Sniper. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Ich höre einen Hubschrauber. So viele sind es gar nicht mehr. Obwohl ich so einen Lärm gemacht habe, ist kein Alarm. Das ist echt seltsam. Es sind aber noch welche. Ja, ja, im Haus, komm. Tot. Das war's. Bicho, du kannst jetzt rauskommen. Orale, Danny. Wir treffen uns vorn bei meinem Pickup und Du brauchst Hilfe. Sie, mit meinem Zeug. Das ist echt schwer. Ich geh mal kurz so ein bisschen abchecken, was es hier noch gibt. Waffenkiste gibt's hier nicht, oder was? Das würde sich aber hier anbieten. Alter, da sind noch mehr von diesen Statuen. Hat sie im Hai im Pool? Nee, hat sie nicht. Ah. Ich dachte, sie hat einen Pool hier. Ja, aber kein Hai. Ich dachte, sie hat auch ein Hai im Pool. Das würde zu ihr passen. Verrückte Alte. Die mit El Presidente geschlafen hat und ein Kind gezeugt. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Ist ja nur ein Gerücht. Aber an Gerüchten ist ja immer was Wahres dran. Ah, hier oben ist die Bühne. Okay, ich geh mal runter. Uhu! Starten wir den Scheiß! Und zwar schnell! Ja, Mann. Okay, Maria hat hier schon das beste Equipment. Wir müssen es nur noch einschalten. Wir? Man sollte meinen, dass sich Thalia um die Antenne, Lichter und Lautsprecher kümmert, oder? Aber nein! Okay, okay. Ich helf dir. Scheiße, Mann. Ich hab'n Roadie und Radio Libertad wird Wirklichkeit. Ich bleibe hier und überwache deinen Fortschritt. Blödes Arschloch. Okay, komm. Wir müssen das Zeug hochtragen. So. Nummer eins. Okay, die Antenne ist bereit. Beleuchtung oder was ist das? Was war das? Weiß nicht, was das war. Okay, und dann noch hier. Verdammt. Marquesa hat ein professionelles Lichtpult. Pizza! Es ist alles bereit. Und jetzt? Ah, jetzt geht's ab. Cojones. So lebensrecht. Wo zur Hölle stecken Paolo und Thalia? Sieht scheiße aus. Das passiert immer. Das passiert immer vor einer Show.
Endlich. Verdad sobre todo. 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 Jetzt gehen sie ab, Alter. Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es Wetten que es con Helis? Ich dachte es mir. Por eso seguimos tomando. Fick Castillo! Fick Marquesa! Fick das Paradies! Rico de la muerte! Wir hören nicht auf, verstanden? Okay. Du weißt, was das heißt? Explosion! Oh ja. Sowas von! Was mach ich denn? Dani, beschützt die Ausrüstung! Die Soldados werden versuchen, unseren Sender zu zerstören! Wenn das echt wird, ist dieses Szenario lieber Tanja erledigt! Jeder kann fliegen, das lassen wir nicht zu. Explosion! Ich glaube, da kommen auch Soldaten, oder? Ja, da kommen Soldaten. Fahrzeug voraus! Das trifft ja keinen Schwanz. Party! Fahrzeug! Fahrzeug! Si quieren, sálganlos del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo, le decimos Tokio atadura. Porque Yara será libre de tu mente sin tortura. Sé que lo que merece en la frente. Yo solamente quiero mucho más para mi gente. Lo que necesitamos es amor. Lo que es María Marquesa. Jetzt aber richtig hier. Por favor, duele ver como el que entraba no salía. Ver como Explosion. Ja, Mann. La revolución hoy vale. Mach doch. Porque antes no valía. Ja. Resistencia me presento. Él es Paolo y yo Talía. Wo ist denn der? Aua! Was? Ah, okay. Mann, kaputt! Was? Irgendwo. Hoppla! Kommt her, ihr Penner! Ups. Dani, die Mistkerle haben einen Panzer! Ein Panzer! Oh fuck, Alter! Wir kommen mit einem fucking Panzer! Alter! Wir haben es gemacht! Beste Show aller Zeiten! Moment, ist er hier wieder am Mikro? Was? Die Zugabe. Okay. Mach mal das Fahrzeug schrott mal ein. Da hast du schon. Was? Nee, hab ich nicht. Nee. War's das jetzt? Nee, da sind noch welche. Au. Ach, du blöde Schlampe! Aua, das tat weh. Hunde! Au. Das
sehe nicht mal ein. Scheiß drauf. Bam! Fress das, ihr Penner! Da fliegen sie rum, Alter. Wie Playmobil-Männchen. Absolut. Ups. Tut mir gar nicht leid. Yeah, per favor. Ach, welche? Das gibt's doch einfach nicht. Noch mehr? Wann ist denn das vorbei? Irgendwann, man muss doch die Schlampe keine Männer mehr haben. Okay, es ist ausgeschossen. Es hat sich ausgeschossen. Gibt's da keine mehr? Wo? Boom, boom, holt's dir. Alter, die macht hier voll den Flow. Okay, ist jetzt irgendwann mal vorbei, oder? Und wir gehen hoch, machen Party. Ay, vale, vaya! Yo! Ich will mitmachen! Lass mich mitmachen! Ach, verdammt, ich komm nicht mehr hoch. Hey Danny, was hältst du davon, wenn wir die Show mit einem Knalleffekt beenden? Was heißt das? Ja. Nice, Alter. Nice. Einsatz abgeschlossen. Korrekt. Das machen wir doch mal. Es ist vorbei. Wovon redest du, Paolo? Du hast es Marquesa gezeigt. No tenemos miedo, mi gente no falla. Jetzt denkt sie also, sie wäre so hart wie Libertad? Soll ich nach Amerika fliehen, als wenn ich eine Pussy wäre? Verdammt, Talia, wir könnten dort ein Leben haben. Oh ja, wir lächeln die Yankees an, denen wir die Klos putzen. Lächeln, wenn sie sagen, wir sollen dahin zurück, wo wir herkommen? Sie wollen uns nicht, Paolo. Mein Leben ist hier, im Kampf mit Libertad. Libertad? Libertad will nur unsere Fans. Meinst du, Clara Garcia gibt einen Scheiß auf dich? Mich, Danny? Entspann dich. Jetzt bist du also gegen Libertad? Nach allem, was wir durchgemacht haben, die OPs, deine Familie... Meine OPs! Meine Familie, nicht deine! Das ist nicht mein Krieg! Wenn es vorbei ist, werde ich trotzdem mein Leben lang kämpfen. Hast du etwa vergessen, dass ich eine Transperson in Yara bin? Also rede nicht, als wüsstest du, wie das für mich ist. Ein echter Mann? Haut nicht ab. Suerte. Das wird schon. Die kommen klar. Glaube ich nicht, mi amigo. Ja, Realist. Na? Oh, oh, jetzt kriegt die Alte einen Schuss ab oder so. Miss Tilly, ich habe leider nur ein paar Minuten. Dann legen wir los. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Vater? Er ist ein toller Lehrer. Und Ihre Mutter? Que clase de tontería es esta, María? Das ist der amerikanische Stil. Reden wir über Viviro. Ein Krebsmedikament, das Leben auf der ganzen Welt verlängert. Außer in den Vereinigten Staaten. Mein Vater ist im vierten Stadium. Warum lassen Sie Amerikaner warten?
Sehr amerikanisch zu erwarten, was einem nicht gehört. Sie ignorieren diplomatische Avancen, selbst versprechen, die Blockade aufzuheben. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Doch Amerika wird warten. So wie alle anderen auch. Gestern wurde Ihr Sender Yara Vision von Rebellen übernommen. Sie verlangten die Befreiung sogenannter Parias aus Viviro-Arbeitslagern. Wird Viviro mittels Sklavenarbeit produziert? Wahrheit oder Lüge? Die Wahrheit natürlich. Yara hat es nicht erfunden. Sklaverei war ihr erstes Geschäft, von 1800 bis 1860. Baumwolle, das Exportgut, von wem angebaut? Ein Augenblick. Sklaven. 4 Millionen Amerikaner mit einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Ihr wichtigster Wirtschaftsfaktor waren Menschen, die aussahen wie ich. Wie nennt man das? Eine Geschichtsstunde? Einen Vorsprung. Ersetzt durch eine reiche Gefängnisindustrie, die den Insassen Centbeträge bezahlt. Amerikas nicht allein in... Korrekt. Kinder nähen Kleidung. Handys sind aus Sweatshops und Viviro rettet Millionen Leben. Meinen Sie, es schert diese Leben, woher es kommt? Santos Espinosa richtete ihren Vater während der kommunistischen Revolution 67 hin. Sie wurden mit 13 Jahren verhaftet, als sie so alt waren wie Diego. Wer hat sie unterrichtet? Meine Mutter war eine wunderbare Lehrerin. Sie mussten angeblich 15 Jahre Zwangsarbeit erdulden. Auf den Tabakfeldern. Man sagt, sie hätten die Klinge noch. Wenn Yara zum Paradies wird, wenn ich mein Viviro freigebe für Amerika, meine Methoden, ihre Fragen sind dann egal. Sind wir fertig? Für Ihren Vater. Okay, sie muss doch nicht dran glauben. Ich hab gedacht, der killt sie jetzt auch, weil er enttäuscht ist von ihr oder so. Ja, aber das Viviro, heilt das wirklich? Ja, also, anscheinend schon. Clara. Die Übertragung ist abgebrochen. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Wir leben noch. Gut. Marquesa wird euer Leben ab sofort zur Hölle machen. Beschütze Maximas Matanzas, Dani. Diese Übertragung wurde von Tausenden gehört. Bei uns melden sich bereits viele neue Rekruten. Ich gebe mein Bestes, Clara. Ich rede mit Talia. Vielleicht kann ich Ihnen mit Ihren künstlerischen Differenzen helfen. Ich zähle auf dich, Dani. Ein echt krasser Hund. Ja.